Gehackte, ausspionierte Rechner. Gestohlene, manipulierte oder abgefangene Daten. Zugangscodes von Bankkonten etwa, Kundenlisten aus Online-Shops oder Konstruktionspläne aus Firmennetzen. All das sind Beispiele für Straftaten aus dem Bereich der sogenannten Cyberkriminalität. Und die ist auf dem Vormarsch. In den letzten 4 Jahren hat sich die Zahl der Fälle von 38.000 auf 64.000 pro Jahr erhöht. Der Begriff Datendiebstahl führt dabei in die Irre, denn natürlich geht es in der Regel um Kopiervorgänge und die Daten sind auch nach dem virtuellen Einbruch noch da. Deswegen merken die Bestohlenen meist erst viel zu spät, dass etwas passiert ist, weiß Computerforensiker Alexander Geschonek. In der Regel merken das die Unternehmen oder die Betroffenen, wenn die Daten missbraucht werden, wenn sie beispielsweise erpresst werden mit diesen Daten oder wenn diese Daten unrechtmäßig veröffentlicht werden oder wenn beispielsweise die Systeme gehackt wurden und dort Anzeichen für diese Spuren zu finden sind. Solche Anzeichen sind zum Beispiel ungewöhnlich aktive Laufwerke im Computer oder unbekannte Nutzernamen in den Systemdateien. Computerforensiker wie Alexander Geschonek sichern und analysieren dann die elektronischen Spuren, um den Angreifern auf die Schliche zu kommen. Den Originaldatenträger entfernt er niemals vom Tatort, sondern erstellt eine forensische Kopie davon, also ein genaues Abbild des gehackten Datenträgers. Dadurch können die Opfer der Datendiebe auf ihren Rechnern weiterarbeiten, ohne Spuren zu verwischen. Gleichzeitig beobachten Systeme den laufenden Rechner bei der Arbeit und schneiden mit, was auf ihm passiert. Um sich zunächst diskret ein Bild von der Lage zu verschaffen, schalten viele Unternehmen zuerst private Ermittler wie Alexander Geschonek ein. Und die stoßen dann oft auf ein großes Durcheinander. Wir treffen häufig die Situation an, dass wir zum Kunden kommen und dort das reine Chaos ausgebrochen ist, weil sie wurden gehackt, sie wissen nicht, was zu tun ist, sie wissen nicht, welcher Schritt zuerst zu machen ist. Der digitalen Forensik in Deutschland fehlt Personal. Erst seit wenigen Jahren bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen einen berufsbegleitenden Master an. Der Studiengang beinhaltet Jura, Informatik und wissenschaftliche Methodiken. Auch um ethische Fragen geht es immer wieder, denn oft genug schnüffeln die Ermittler auch in privaten Daten. Traditionell sind Computerforensiker Quereinsteiger. Polizeibeamte mit autodidaktischen IT-Kenntnissen etwa. Oder Computerbastler mit Hang zum Detektivischen. Doch das reicht oft nicht, glaubt Professor Martin Rieger. Im Studium lernt man halt doch auch die akademischen Gesichtspunkte und die allgemeineren Gesichtspunkte und kann dann manches doch etwas gründlicher und überzeugender ermitteln. Ein wichtiger Berufsaspekt, die Aufbereitung der Ergebnisse. Denn nur was handwerklich sauber und für Nicht-Nerds gut verständlich ist, kann vor Gericht standhalten. Die Kunst dabei ist nur, nachher zu erklären, was man getan hat. Weil alle unsere Schritte müssen möglicherweise vor Gericht oder von Juristen nachvollzogen werden. Das heißt, die Bewertung der Ergebnisse, das ist eigentlich das Aufwendige und das Erklären, das ist eigentlich das Salz in der Suppe des Computerforensikers. Wer also bislang den Krimiserien geglaubt hat, mit ein paar Tastaturkommandos ließe sich in Minuten schneller ein System analysieren, der wird enttäuscht. Von der Beweissicherung bis zu dem Zeitpunkt, wo alle Prozesse und Ergebnisprotokolle des Rechners analysiert wurden, können Monate oder manchmal Jahre vergehen. Und damit ist der Fall noch nicht einmal abgeschlossen. Denn die Computerforensiker sind lediglich die Zulieferer von Indizien und Beweisen. Erst wenn sie ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, entscheidet die Staatsanwaltschaft über eine Klageerhebung. Deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wie erfolgreich die Analysen der polizeilichen Datendetektive sind. Das mit dem Erfolg zu beziffern ist relativ schwierig, weil wir keine direkte Rückmeldung kriegen über den Erfolg des Verfahrens. Wir wissen also nicht immer, ob es zu einer Verurteilung gekommen ist oder vielleicht auch zu einem Freispruch. Ob sie dazu beitragen konnten, einen Verbrecher zu verurteilen, erfahren die Digitalforensiker in der Regel nicht. Und nicht nur die Resultate ihrer Arbeit bleiben im Unklaren. Unklar ist auch, wie viel Cyberkriminalität gar nicht erst in den offiziellen Statistiken auftaucht, weil Unternehmen aus Angst um ihren Ruf die Angriffe nicht zur Anzeige bringen. Deshalb müssen Computerforensiker noch aufmerksamer sein, um neue kriminelle Phänomene zu entdecken. Langeweile dürften die digitalen Spurensucher in den nächsten Jahren jedenfalls nicht bekommen.